Guten Tag aus der bundesdeutschen Hauptstadt, aus Berlin. Herzlich willkommen im Olympiastadion. Es begrüßen Sie am Mikrofon Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Ja, uns steht erstmal die Qualifikation ins Haus und wir haben es ja schon oft erlebt. Viele große Mannschaften sind schon da gescheitert. Ja, das ist richtig. Die haben da gewackelt in der Qualifikation. Vielleicht haben sie es ein bisschen zu locker angehen lassen. Also schauen wir mal, wie das heute wird. So, die Begegnung beginnt und die Anfangsphase, die ist natürlich besonders wichtig. Das gilt logischerweise für beide Mannschaften. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Frick. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Hitzelsberger. Gut gemacht und das Ganze bergauf. Frick. Ja, jetzt die Frage. Behält er die Nerven? Nur noch ein Abwehrspieler steht zwischen ihm und dem Tor. Hitzelsberger. Mit Zelda. Lahm. Oh, sie scheint es gar nicht so eilig zu haben. Ja, solange er den Ball nicht verliert, ist es ja gut. Andererseits könnte er jetzt mal abspielen. Das könnte was geben. Guter Schuss, knapp vorbei. Schneider. Hitzelsberger. Witzelder. Mertesacker. Lahm. Schneider. Hitzelsberger. Ja, Fehlpass. Frick. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und jetzt musst du erstmal die Lücke finden. Wohin mit dem Ball? Aber guck mal, wie die stehen. Ganz souverän. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Baller. Und Podolski ist am Ball. Hitzelsberger. Jansen. Ja, und jetzt müssen sie nach vorne kommen. Hitzelsberger. Das sieht sehr souverän aus. Ja, und schon sind sie nicht mehr im Ballbesitz. Schlechter Einwurf. Ein Weltklasse-Pass. Klose. Ballack. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Wunderbarer Pass. Klasse Abwehrarbeit, super. Ja, schön, Podolski. Michael Ballack. Und Lukas Podolski. Ja, jetzt hat er die Chance. Schwacher Schuss, Tom. Ich denke, dass der Schütze an den schlechten Platzverhältnissen gescheitert ist. Warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Marcel Jansen. Hitzelsberger. Podolski. Ja, für die Abwehr könnte es Probleme geben. Wenn er... Und was für ein Tor! Da das Tor endlich. Und hören Sie mal, was für eine Atmosphäre in diesem Stadion.
Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindelig. Ja, klasse Abwehrleistung. Der war fast schon durch. Und da kommt der Verteidiger doch noch rechtzeitig ran. Ja, schön. Podolski. Das ist ein Angriffsversuch, der schon im Ansatz stecken bleibt. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Er zieht die Flanke nach innen. Toll gemacht vom Keeper. Super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Schönes Tackling, sauberer Zweikampf. Und Lukas Podolski. Hitzelsberger. Jansen. Schneider. Da gibt es wenig Platz für die Angreifer jetzt. Und sie machen da hinten die Räume eng. Klose. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume hängen. Die deutsche Mannschaft hat Eckstöße trainiert. Wir sind gespannt. Und da ist der Kopfball. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, auf den Mann ist Verlass. Solche Fehler passieren ihm normalerweise nicht mal im Training und jetzt ausgerechnet im Spiel. Marcel Jahn. Metzelder. Lahm. Mertesacker. Metzelder. Jansen. Zelda, Mertesacker, Lahm, Schneider, Hitzelsberger, Schneider, Marcel Jans. Ja, das war zu ungenau und davon hat der Abwehrspieler gleich profitiert. Hitzelsberger. Ja, das war klasse. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff. Und jetzt stand er noch im Abseits. Ja, wenn das immer so klappt, dann Kompliment. Wieder schnappt die Abseitsfalle zu. Spiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Und Podolski ist am Ball. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Da kommt die Flanke. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Ja, harter Zweikampf, aber der Schiedsrichter zeigt an, es geht weiter. Jansen. Lahm. Schön, Podolski. Da könnte was draus werden. Super Flanke. Ja, das sieht gut aus. Tor! Böser Stellungsfehler des Torhüters in dieser Situation. Da konnte er den Ball ja nur noch hinterher schauen. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Der kann ein Spiel lesen und das hat ihm bei diesem Zweikampf geholfen. Marcel Jansen. Ja,
Mertesacker. Hitzelsberger. Frick. So, und jetzt heißt es Achtung für die Abwehr. Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Ja, da geht er auf Nummer sicher. Das ist auch richtig so. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Oh, per Kopf, warum nicht? Gut gemacht. Podolski. Hitzelsberger. Gutes, schnelles Passspiel. Mertesacker. Witzelder. Jansen. Hitzelsberger. Und Lukas Podolski. Und zum Einwurf geklärt. Da wollte der Abwehrspieler kein Risiko eingehen. Der Einwurf, der fliegt in den 16er. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Also Halbzeit jetzt und es steht 2:0. Gutes, konzentriertes Spiel im ersten Durchgang. Also wenn Sie so konzentriert weiterarbeiten können in der zweiten Hälfte, dann werden Sie das Spiel sicher gewinnen. So, die zweite Halbzeit kann beginnen. So, wir sind bereit für die zweite Halbzeit. Schiedsrichter aus. Spieler sind alle da. Auf geht's. Hitzelsberger. Und Podolski ist am Ball. Ja, sie machen hinten die Räume ganz eng. Frings. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Achtung, das könnte was werden. So, an die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Konzentrieren sich jetzt auf die Abwehrarbeit und das sieht hervorragend aus. Klose. Podolski. Hitzelsberger. Ganz wenig Platz für die Angreifer. Ja, da durften sie den Ball natürlich nicht verlieren. Versucht jetzt ihn abzuschütteln. Und da wird der Trainer zufrieden sein, so wie der in die Zweikämpfe geht. Frick. Das war ein ganz weiter Wurf vom Torhüter. Frick. Ja, jetzt zieht der Ball zu nah an den Torhüter ran und er hat kein Problem. Und das sieht man in der Mannschaft. Stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Und der ist gut und der ist drin. Also wenn er in einer solchen Situation den Ball verliert, darf er sich natürlich nicht wundern, wenn er ein Tor kassiert. Ja, der Verteidiger muss da die Kritik sich schon gefallen lassen. Er ist schuld an diesem Treffer, keine Frage. Schneider. Hitzelsberger. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, das war eine Chance, mein lieber Mann.
Ist ja unglaublich, was der Torhüter heute alles hält. Mir tun die gegnerischen Stürmer ja fast schon leid. Das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Lahm. Rings. Jetzt Baller. Klose. Schauen wir mal in die Mitte, da stehen schon die Stürmer. Jetzt muss er aber auch flanken. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Genau in den Lauf. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit, hier schnell einen Angriff zu initiieren. Hochmeier. Die Mannschaft aus Lichtenstein bekommt einen Freistoß. Der Keeper sagt, Dankeschön. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Klose. Und der Ball ist im Tor. Das ist es, was ihn so gefährlich macht. Im richtigen Moment da zu sein. Schön, wie er sich hier freigelaufen hat. Der Rest ist ja nur noch vorne. Oder haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. Frick. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Klose. Gutes Tackling. Und weiter geht's. Schöner Pass in den Lauf. Und der Verteidiger hat aufgepasst und holt sich den Ball zurück. Tja, als hätte er es geahnt. Hochmeier. Querpass kommt an. Eigentlich eine gute Freistoßposition. Normalerweise macht er den rein. Hitzelsberger und Podolski ist am Ball. Tja, das ist ja eine ganz normale Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. Zuspiel und in der Abwehr steht sie kompakt und resolut. Und er geht an den Pfosten, aber aufgepasst noch. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Krasse Schuss aus der Distanz. Und solche Schüsse sieht man hier im Stadion natürlich weniger gern. Ja, wieder ein Versuch von ihm. Hier ein Tor hat er gemacht. Das gibt viel Selbstvertrauen. Sehen wir in dieser Situation auch, wenn sie nicht von Erfolg gekrönt ist. Witzelder. Podolski. Schneider. Trinks. Ja, da musst du erstmal durchkommen. Klappt nicht. Schön, Podolski. Lahm. Michael Ballack. Rings.
alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Und der ist drin. Fantastischer Schuss vom Pfosten ins Netz. Also über den Spieler des Tages brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu unterhalten. Das war sein drittes Tor in dieser Partie.